Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Neue Kinder – Entfalten ihres Potenzials. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast einladen dürfen, Gabriele Freihoff. Hallo, liebe Gabriele. Hallo. Gabriele wollte Sozialpädagogik studieren. Daraus wurde dann Numerus Clausus bedingt Sonderpädagogik. Sie hat Entwicklungshilfe geleistet in Brasilien mit brasilianischen Straßenkindern, dort Biodanzer kennengelernt und es mit hergebracht. Das Besondere an dir, Gabriele, ist für mich dieser starke soziale Faden, der sich durch alles zieht. Mhm. Bei all den Herausforderungen, die du dir für dieses Leben vorgenommen hast. Wie hilft dir da Biodanza? Ich glaube, mein Ursprung hat damit begonnen, dass ich mich sehr stark mit Menschen identifiziert habe, die am Rande der Gesellschaft stehen, schon von vornherein mit den Kindern, die Schwierigkeiten haben. Und ich habe mir schon als Jugendliche und als Studentin Gedanken darüber gemacht, ob ich mich vielleicht selbst benachteiligt fühle. Aber es hat mich immer gereizt, eben mit Menschen etwas zu tun zu haben, mit denen das Leben nicht so ganz einfach läuft. Und ich habe mich jedes Mal total darüber gefreut, wenn diese Menschen beginnen zu strahlen und aus den Problemen, aus der Randsituation herauskommen. Und in einer schwierigen Situation, denn ich habe in Brasilien auch mit unterernährten Kindern gearbeitet, habe ich dann Biodanza kennengelernt und am eigenen Leib erfahren, wie dieser Tanz des Lebens, ein aus dem Pulk der Schwierigkeiten, aus dem Gefühl, es geht gar nichts, ich kann nichts, einen herausholt. Es scheint magisch zu sein, aber es ist ein System, ein wunderbares System, was Rolando Toro, ein chilenischer Psychologe und Anthropologe, basierend auf seinen praktischen Erfahrungen entwickelt hat. Und es liegt daran, dass durch die akzeptierende Umgebung, durch das Miteinander, eine große Akzeptanz und damit ein großer Raum, sich zu entfalten, gestaltet wird. Und das wirkt sich auf alles aus, auf die eigenen Gefühle, auf das eigene Körpergefühl, auf die Möglichkeiten, sich auszudrücken und damit auch auf den Mut, im Leben zu sein und das Leben so zu gestalten, wie man gerne möchte, anstelle von Vorschlägen und Anforderungen, die aus der Umgebung kommen. Und ich habe in meinem Leben wirklich dadurch, dass ich auch danach, also mit 53 Jahren noch, zwei Kinder adoptiert habe, viele, viele Situationen erlebt, die kritisch sind und die mich sehr belastet haben und arbeite jetzt freiberuflich die ganze Zeit als Kursleiterin und merke, wie diese Arbeit mich auch in dieser Funktion sehr stark unterstützt. Und sie bringt mich immer zu dem Zentralen des Lebens. Was ist das Leben? Wie fühle ich mich im Leben? Und ich darf sein im Leben. Und ich habe den Boden unter den Füßen und verbinde mich mit den strahlenden, schönen, erfüllenden Momenten des Lebens. Und das bringt mich wieder sozusagen auf den Boden der Tatsachen und lässt alles, was schwierig ist, völlig in den Hintergrund treten. Und das ist magisch. Also für mich ist es nach wie vor magisch. Es hat also eine sehr individuell wachsen lassende Komponente und auch immer die soziale dabei, wie ich das verstanden habe. Ja, das Konzept basiert auf Philosophen, die sich mit der Identität befasst haben, Martin Buber zum Beispiel, einer der ersten, der gesagt hat, ein Ich kann ohne ein Du nicht sein. Das Ich definiert sich immer durch das Ich-Du, durch diese Wechselbeziehung und das ist gleichzeitig ein Wir.
Das ist philosophisch, aber wenn wir mit Menschen zusammen sind, merken wir, je nachdem, mit wem wir zusammen sind, sind wir anders. Und es gibt Menschen, die unterstützen uns in unserem So-Sein, und es gibt Menschen, die bremsen uns eher oder die fördern gar nicht so sehr die Potenziale. Und das liegt auf der Beziehungsebene. Und das ist eine der Grundlagen von Biodanza. Biodanza bedeutet ja Tanz des Lebens. Und viele Menschen denken, das sei jetzt so, wie man sich Tanz eben vorstellt, dass man irgendwie elegante Bewegungen macht, die man möglicherweise auch auf der Bühne machen könnte. Aber der Tanz des Lebens ist viel einfacher. Es kann jeder Mensch machen, es können alte Menschen im Sitzen machen, es können kleine Kinder, die noch nicht richtig laufen können, auch machen. Es können behinderte Menschen machen, weil es sind Bewegungen, die das Leben beinhaltet. Also wie gehen, hüpfen, in die Augen schauen, atmen, springen, liegen und ausruhen. Also es sind Bewegungen, die selbstverständlich sind im Leben, die aber eine Bedeutung auch haben. Atmen ist ja eine Urkraft des Lebens. Damit verbinde ich mich mit der Umwelt und gestalte jeden Moment wieder neu. Und diese Komponenten, wie einzelne Bewegungen wirken, sind immer ein Teil der Einführung bei Biodanza. Also wenn ich möglicherweise sage, zu den Teilnehmern, wir mögen jetzt durch den Raum gehen, dann ist es nicht ein einfaches Gehen, sondern es gibt eine Begleitung, meinetwegen ein Spazierengehen oder ein Gehen durch unser Leben oder ein Gehen mit Mut, vorwärts zu gehen in schwierigen Situationen. Und dadurch, dass ich das realisiere, verbinde ich automatisch mich in einer konkreten Lebenssituation mit der Bewegung. Und das hat diese enorme Wirkung, weil das konkrete körperliche und psychische Erleben wird ganz real. Und dann später, auch wenn man das regelmäßig macht, übertragbar in das Leben. Eine Teilnehmerin hat mir mal erzählt, es gibt eine sehr stärkende Position in Biodanza. Das ähnelt dem Bild von Leonardo da Vinci, der so einen Menschen gemacht hat, der sich so wie ein Stern ausstreckt. Und wir haben das einmal in Biodanza gemacht, und eine Teilnehmerin, die als Coach und Organisationsberaterin arbeitet, sagte dann zu mir, in einer herausfordernden Situation hat sie sich an das Körpergefühl dieses Tanzes erinnert und war in der Lage, diese konfrontierende Situation wesentlich besser zu meistern, als ihr das sonst vorher gelungen sei. Wow. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, und das ist oft sehr beeindruckend. Ich freue mich immer, wenn meine Teilnehmer auch so aus sich heraus sagen, wie was sich in ihrem Leben geändert hat. Das ist sehr, sehr berührend oft. Das ist ja auch das, worauf wir unsere Kinder vorbereiten möchten. Herausforderungen annehmen und spüren, wie sie anders zu meistern sind. Ja, und ich arbeite ja mit Erwachsenen und auch mit Kindern, gerade aus diesem Grund. Bei den Erwachsenen geht es faktisch darum, diese Potenziale wieder zu gewinnen und bei den Kindern gar nicht erst verschütten zu lassen, sondern sie bereit zu machen, frei zu sein mit sich und somit auch ganz anders in der Welt da zu sein und zu kommunizieren zu können, ihren Bedürfnissen entsprechend. Und ich meine, gerade in der heute, in der leistungsbezogenen Gesellschaft ist es wichtig, dass eben auch diese, was oft als emotionale Intelligenz bezeichnet wird, den Raum findet. Denn Leistung und Erwerb von Konsumgütern macht ja nicht glücklich. Ja. Sondern was mich glücklich macht, ist, wenn ich merke, ich kann mein Leben so gestalten, ich bin in der Lage zu kommunizieren und auszudrücken, was mir gefällt. Ich kann den Menschen sagen, die ich mag,
komm mir näher oder ich kann auch Grenzen setzen bei Personen, die mir nicht gut tun und ich kann den Beruf wählen, ich kann das tun, wonach mir ist. Und wenn die Kinder schon früh diesen Raum finden, dann werden sie selbstbewusster. Ist es so, dass wenn Lehrer, Eltern, Erzieher Biodanzer für sich entdeckt haben, es machen, auch durch die gemachten Erfahrungen, wenn sie integriert sind, schon den Kindern damit allein eine Stütze sind? Auf jeden Fall. Ja. Also bei Eltern würde ich sagen, sie werden erfahren, dass sie möglicherweise ihre Ängste und Besorgnisse, die Kinder auf den Weg zu bringen, dass sie da ein Stückchen weniger haben brauchen. Weil ich glaube, unsere Gesellschaft bringt auch Eltern dazu, die Kinder ein Stückchen anzutreiben, aus Angst, sie könnten irgendwo am Rande bleiben. Und bei Lehrern gibt es sogar eine Untersuchung. Es gibt eine Studiengruppe in Leipzig, die hat untersucht, dadurch, dass Lehrer, ich glaube, über 3 Monate Biodanzer einmal in der Woche gemacht haben. Und sie haben festgestellt, dass Lehrer auch gelassener werden, dass sie nicht mehr so besorgt sind, ihren Unterricht zu planen, damit alles nach vorgesehener Weise läuft, sondern dass sie mehr in der Lage sind, auf die Bedürfnisse und die situativen Ereignisse der Kinder einzugehen. Was ja auch sinnvoll ist. Wenn mich etwas anderes besorgt, kann ich eben mich auf den Lerninhalt im Moment nicht so konzentrieren. Wie holen wir jetzt den ängstlichen Lehrer, die ängstliche Lehrerin ab, die sagt, Hilfe, ich gewähre Ihnen Raum. Sie tanzen mir auf den Tischen. Vielleicht habe ich mich da nicht so ganz korrekt ausgedrückt. Der Unterricht kann ja so geplant sein, dass alles, morgen ist meinetwegen dieses Thema dran, übermorgen ist dieses Thema dran, dann ist es strikt nach dem Lehrplan oder nach dem, was gerade vorgesehen ist. Aber wenn ich Projekte plane, die auch die Bedürfnisse der Kinder mehr einbeziehen, dann nimmt das Ganze einen wesentlich lebensorientierten Umfang an. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel sagen, aus meiner Praxis als Sonderschullehrerin. Ich habe in Schleswig-Holstein gearbeitet und hatte eine Förderschulklasse, Klassen 7 bis 9 zusammen. Und viele, also mehr als die Hälfte der Klasse, lebte in privaten Kinderheimen, weil sie zu Hause nicht mehr wohnen konnten. Und etwa die Hälfte der Klasse war aus den neuen Bundesländern. Und wir haben dann im Geschichtsunterricht faktisch die Öffnung der Mauer aus der Perspektive der unterschiedlichen Kinder. Wie haben sie das erlebt und wie habe ich vorher gelebt? Also einige waren Pioniere gewesen. Und die eigene Geschichte haben die Kinder dann dargestellt in Form eines Porträts über sich, über ihre eigene Geschichte, das Porträt. Und darüber haben wir dann eine Ausstellung in der Gemeinde gemacht. Das war in St. Peter-Ording. Und das hat sogar einen Preis gewonnen. Und für die Kinder war das also eine Entdeckung, einerseits ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, andererseits dadurch den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung von Deutschland als Geschichtsthema zu sehen und gleichzeitig sich auch zu präsentieren in der Stadt oder in dem Ort St. Peter-Ording. Und dann konnte ich mit einigen nach Berlin fahren und sie haben dort gesehen, wie andere Schulen auch andere Projekte machen. So. Und diese ganzen lebensorientierten Projekte beschäftigen die Kinder und das ist etwas Markantes in ihrem Leben, was sie nie vergessen werden. Das ist ganz anders als Inhalte, die ich aus dem Buch erarbeite. Und das erfordert natürlich von dem Lehrer Mut, natürlich mehr Raum, aber es hat doch eine Struktur. Es sind andere Voraussetzungen, die da notwendig sind. Mehr soziale Kompetenzen und mehr Menschlichkeit, mehr Beziehungsebene zwischen den Kindern und auch zum Lehrer oder Lehrer. Lohnt sich also, sich auf diesen Tanz des Lebens einzulassen? Ja, ich habe dadurch, dass ich Biodanzer kennengelernt habe,
später in der Schule ganz anders gearbeitet. Also es bewirkt auch, dass ich oder auch andere Menschen eine andere Haltung im Leben einnehmen. Bei mir tanzt auch seit 10 Jahren eine Lehrerin aus Hamburg und auch sie sagt, dass sie jetzt ihren Unterricht anders gestaltet durch ihre eigene Praxis mit Biodanza, als sie das früher gemacht hat. Wie sieht dein Besuch in einer Schule aus? Sagen wir mal als Minimum. Was meinst du mit Besuch? Wenn du in eine Schule gehst, mit Lehrern arbeitest und einer Klasse, in welchem Zeitrahmen geschieht das? Wie ist es organisiert? Das würde ich sehr von der Schule abhängig machen, weil häufig sind ja Angebote, die von außen kommen, immer innerhalb eines finanziellen Rahmens eingebunden. Eine Schule für Erziehungshilfe hat mich einmal angesprochen, ein Projekt mit Mädchen zu machen. Das hat eine Dauer von einem halben Jahr etwa gehabt. Eine andere Schule hat mich für einen Projekttag beauftragt. Das war ein Projekttag Wir gegen Rechts. Das war eine interessante Erfahrung. Das war eine Hauptschule im ländlichen Raum. Und ich habe gedacht, für diesen Projekttag, das ist ja frei wählbar für die Schüler, melden sich hauptsächlich Mädchen. Und das war nicht so, es waren nur Jungs da. Und zwar war das nicht ihre erste Wahl, sondern die zweite und dritte Wahl. Und es waren sehr viele Jungs mit Migrationshintergrund, türkische Jungs. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, was mache ich denn jetzt mit ihnen hier? So, weil ich mich mehr auf Mädchen eingestellt hatte. Und ich habe sie dort abgeholt, wo sie sind, eben in ihrem, oder was sie unter Rechts verstehen, in ihrem Verhalten. Und wir haben versucht, das dann sozusagen aufzuarbeiten mit Musik, wo man sich konfrontiert, ohne sich zu verletzen, so rüpelhaft oder irgendwie grob auftritt, was sie sich so unter Rechts vorstellen, und dann den Weg dahin, wie kann es auch in ein verträgliches Miteinander gehen. Und das haben wir dann hinterher später auf der Bühne dargestellt und die Lehrer waren beeindruckt, dass das mit Jungs möglich ist, weil es war parallel eine Mädchengruppe mit Folklore-Tanz da, die das natürlich ganz auf eine andere Art und Weise gemacht haben. Aber warum nicht? Beides für die Jungs war es ein Erlebnis. Und sie zeigen sich auch auf eine Art und Weise ganz sanft und zart. Ich hatte so Bänder mitgebracht, so bunte Bänder, weil ich gedacht habe, die Mädchen tanzen gerne damit. Aber die Jungs haben das auch dann um die Knöchel gemacht und um die Arme. Wer sich darüber gewundert hat und einen Kommentar darüber gemacht hat, war eher ein Lehrer. Aber die Jungs, für sie ist das, Kinder machen viel. Wenn du jetzt mehr machen würdest, Biodanza ist ja wie ein Prinzip, was auch eine ganze Schule erfassen könnte. Wie könnte das aussehen? Ja, ich bin etwas abgekommen vom Thema. Also du hattest ja gefragt, es kann ein Projekttag sein, es kann eine schulinterne Fortbildung sein, es könnte einfach eine Kennenlernstunde mit einer Klasse sein. Das habe ich oft in den Klassen von meinen Kindern gemacht, in der Grundschule, innerhalb des Sportunterrichts zum Kennenlernen. Wenn ich jetzt einen Vorschlag für eine Schule machen möchte, die wirklich sagt, also wir würden gern rundum so, dass unsere Eltern und Lehrer so eingebunden sind, würde ich einen Elternabend oder ein Fest, was die ganze Schule miteinander macht, als Abschluss möglicherweise machen und eine kleine Einheit mit den Lehrern und in den verschiedenen Klassen etwas, sodass hinterher möglicherweise dann alle zusammen tanzen. Könnte ich mir vorstellen. Aber es hängt davon ab, was die Schule möchte. Ob es eine Entwicklung ist, dann müsste es über einen längeren Zeitraum gehen. Also an einer Schule für geistige Entwicklung habe ich ein Jahr mit einer Eingangsklasse gearbeitet und das mit der Lehrerin zusammen. Und das hat enorme Auswirkungen auf die ganze Klassengemeinschaft gehabt und auch auf die Kommunikation der Kinder untereinander, auf ihre Akzeptanz der Unterschiedlichkeiten, auf das Zusammenwachsen der Gruppe
und auch überhaupt so in der Haltung eine Lebensfreude zu haben. Sie haben sich also, ich bin danach umgezogen und konnte die Arbeit nicht weitermachen. Habe ihnen eine CD zum Abschluss geschenkt und die haben sie sich hinterher immer noch angehört und auch die entsprechenden Tänze dazu gemacht. Also es hat sich wirklich sehr stark in dieser Klasse ausgewirkt. Das war aber jetzt ein Jahr Arbeit. Ich würde einen Anfängerkurs würde ich für 3 Monate machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es würde sich im ersten Gespräch einfach herausstellen, was das Bedürfnis der Schule ist. Und ich würde klein anfangen und dann schauen, wo kann es hingehen. Ich finde es total faszinierend, was du erzählst. Da lässt sich ja unglaublich viel aus den Kindern auch herauslocken. Ja, und da es der Tanz des Lebens ist, hat es eben ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Also ein Vorschlag, weil viele Schulen suchen ja nach Möglichkeiten, mit Gewaltprävention zu arbeiten, wäre eine Möglichkeit. Und da würde man eben Streitschlichterprogramme auf körperlicher Ebene machen, also auf in konkreten Situationen. Und auch andere Formen des konkreten Miteinanders erarbeiten durch eben diese, durch die Musik und durch das Miteinander. Wenn es dann, wenn es eine andere Perspektive haben soll, möglicherweise Klassen zusammenzuführen oder, und Biodanza hat sehr hohe integrative Möglichkeiten. Es wäre auch möglich, dass meinetwegen in einer Lehrerkonferenz eine ganz kleine Einheit zu Beginn einer Konferenz zu machen, damit Lehrer ein schwieriges Thema besser bewältigen können, dann im Nachhinein sprachlich. Insofern hat es ganz viele Perspektiven. Es kann einerseits in Richtung Ausdruck gehen, es kann in Richtung Integration und Frieden, sagen wir mal, gehen, oder es kann in Richtung Entwicklung von neuen Perspektiven, Selbstwertgefühl gehen. Weil Biodanza insgesamt beinhaltet immer die Komponente, dass jeder über sich selbst bestimmt. Also es wird keiner, während in anderen, im Unterricht ruft man oft Kinder an, und du, jetzt sag du mal was, so. Oder die Kinder sagen untereinander, jetzt ist der dran, so im Sportunterricht. Und im Biodanza würde man das niemals machen, sondern es ist immer, jedes Kind entscheidet für sich selbst. Und das ist schon mal ein großer Raum von Respekt, von Zulassen. Wir machen oft Tänze zum Beispiel, zur Unterstützung der eigenen Präsenz, zur Unterstützung des im Raum sein Dürfens, im Zentrum eines Raums und im Zentrum eines Kreises. Das habe ich mit den Kindern mit geistiger Behinderung immer zum Anfang gemacht. Und die fanden das total klasse. Die wollten immer ins Zentrum. Bei den Erwachsenen mache ich das erst viel später, weil die meisten Erwachsenen schämen sich, ins Zentrum zu gehen. Sie haben schon so viele Negativerfahrungen gemacht, dass sie sich gar nicht so wertvoll finden, sich in der Gruppe zu zeigen. Und diese Erfahrung zum Beispiel zu machen und dass jeder diesen Raum hat und die anderen Kinder nicht lachen, das ist ein großer Schritt. Das ist Akzeptanz von allen. Und wenn das weltweit geschehen würde, hätten wir keine Kriege mehr. Insofern, also so Rolando Toro, der Begründer von Biodanza ich glaube 2008 oder 10, mal für den alternativen Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Den hätte er schon verdient. Aber es ist ein weiter Weg. Es kann immer klein anfangen, in kleinen Zellen. Und wir alle sind Menschen und machen weiterhin viele Fehler. Wir sind nicht, wenn wir Biodanza machen, plötzlich Übermensch. Es ist auch nur ein Weg. Es ist ein Weg und ein Weg, der uns für uns selbst und auch andere spüriger macht. Allein diese Öffnung ist ja ein Geschenk, auch an die Gemeinschaft. Ich bin immer sehr berührt. Ich bin immer total berührt, wenn Menschen einsetzt, weil Biodanza arbeitet auch mit Körperkontakt. Es folgt im Grunde im Verlauf einem Tagesablauf.
dass es beginnt auf der Aktivitätsebene, wo wir uns gerade befinden, und dann steigern, also mehr Aktivität, mehr Expansion im Raum. Und das sind in der Klassensituation immer Situationen, die eher das Chaos fördern. Und dann muss ich schauen, dass ich durch die Dynamik, die ich entwickle, auch wieder Konzentration und Aufmerksamkeit hinkriege. Dass zum Beispiel also die Musik stoppt oder irgendetwas anderes, was passiert. Und dann geht es nach und nach, wird es langsamer. Bei den Kindern geht es oft sehr schnell, bei Erwachsenen dauert das länger und kommt in eine Ruhesituation, die auch mit Körperkontakt zu tun hat. Mit Kindern mache ich oft so einen Sessel, ich nenne das Sessel, so einen Komfortsessel, wo sich dann ein anderes Kind anlehnen kann und den Knopf drücken kann, ob es Massage- oder Streichelbewegungen gibt oder nicht, wann das wieder ausgeht und so. Und diese Situation ist ja sehr ungewöhnlich für unseren Alltag, also so einen nahen Körperkontakt zu haben, aber für Kinder ist das sehr berührend und sehr wichtig, weil dadurch können sie sich auch wieder entspannen. Wenn ich mit Kindern nach der Schule arbeite, also in dem Unterricht von 13 plus, sind mir schon viele Kinder eingeschlafen in der Situation. Dass sie also wirklich kaputt sind, schon so nach dem Mittagessen, ne? So um zwei, halb drei. Wenn du möchtest, kann ich mal ein Foto zeigen von dieser einen Situation. Soll ich das mal machen? Ja, gerne. Und ich habe noch eine Frage. Es klingt ja sehr spontan. Du wirst nicht hingehen und die Minutentaktierungen vorplanen. Du hast etwas vorbereitet, um davon abzuweichen im Sinne der Gruppe. Ja. Aha. Also ich habe mit kleineren Kindern oder mit meiner Förderschulklasse in St. Peter-Ording habe ich mit kleinen Sachen, ganz wenigen Sachen. Also je größer die Klasse ist, die waren, da habe ich auch in einer Grundschulklasse gearbeitet, weil als Förderschullehrerin war ich an einer Grund- und Förderschule und sollte dann auch in der Grundschulklasse arbeiten. Die haben natürlich 25 Kinder gehabt. Dann habe ich Wahrnehmungsübungen in der Klasse gemacht und eine kleine Sequenz dann in der Gymnastikhalle. Nur ein ganz kleines bisschen, zusammen mit der Lehrerin. Und da haben wir zum Beispiel so etwas gemacht, dass wir erst eine lebendige Übung gemacht haben, wo ein bisschen Chaos auftritt und dann langsamere Tänze. Und dann etwa eine andere, kann ich sagen, da haben wir zum Beispiel mit ganz langsamer Musik, wenn die Musik langsamer wird, können die Kinder sich meistens auch darauf einlassen. Und wenn sie dann gewohnt sind, etwas Körperkontakt zu haben, es gibt ja so diese Regenübungen, die haben wir vorher dann gemacht, so als Einführung, dann haben wir gesagt, so jetzt gehen wir auf den Meeresgrund. Wir haben dann Fische gespielt und dann auf den Meeresgrund. Und jedes Kind konnte wählen, ob es dann ein Fisch ist oder ein Stein oder eine Muschel. Und die Fische sind dann an den Steinen und Muscheln vorbeigeschwebt, vorbeigeflossen. Und wir Lehrerinnen haben dann über die Rücken gestreichelt und jede Muschel und jeden Stein bewundert, sozusagen. Also wie schön dieser Stein ist und wie schön diese Muschel ist und so. Und das sind ja auch Situationen, die in der Ruhe auch nochmal unterstützen. In der Ruhe die Bestätigung für jedes Kind geben. Und so folgt Biodanza einer Kurve, hat dann beinhaltet auch ruhige Sequenzen und dann wieder etwas Lebendiges. Und das lässt sich weitgehend steuern durch die Anzahl der Musikstücke, die ich nehme. Insofern kann ich eine Sequenz von 15 Minuten machen, von 45, oder für eine Gruppe würde ich weiter nicht gehen. 45 Minuten wäre schon da schon ausreichend. Oh, mit Erwachsenen tanzen wir 2 Stunden. Ja, das darf so sein. Ich würde gerne das Foto sehen oder die Fotos. Die Technik. Das ist Biodanza mit Familien. Also links tanze ich mit einem Mädchen und die anderen Erwachsenen auch. Also weil diese Kombination mit Erwachsenen und Kindern unterschiedlichen Alters, da waren Kinder von
3 bis 18 bei, ermöglicht ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Rechts sieht man einen Kreis. Ja, und dieser Kreis ist natürlich ein Halbkreis, so. Ne? Nein, kleine Kinder, große Kinder, Erwachsene, alle durcheinander. Ja, das Bild ist hier für uns noch nicht zu sehen. Das kann man nicht sehen? Nein. Ja, jetzt erscheint dein Bildschirm und das Bild, die Bilder. Ja. Also links sind Zweiertänze, so Spiegeltänze. Einer macht nach, was der andere macht. Dadurch entsteht ein größeres Bewegungsrepertoire und Aufmerksamkeit und Interaktionsfähigkeit. Da sind Mütter mit anderen Kindern und dann wechseln wir auch immer. Da tanzt nicht immer nur die Mutter mit ihrem Kind. Und da kommen auch zu Teil Omas, Tanten, Opas. Und rechts ist der Halbkreis zu sehen. Ah ja, mhm. Und eine andere Situation, die ich vorhin beschrieben hatte, das sind die Kinder, die den Sessel machen. Also ich bin dort mit einem Jungen und hier ein Mädchen mit einer Mitschülerin. Diese Mitschülerin hat Epilepsie und die hat trotzdem immer genau gezeigt, wo man sie berühren sollte. Sie hat die Hand von dem anderen Mädchen dann genommen und dahin getan, wo sie berührt werden wollte. Das sind Jungs, das ist die Eingangsklasse einer Schule für Kinder mit geistiger Behinderung. Und der rechte Junge, der sitzt, hat einen russischen Hintergrund und hat am Anfang sich gar nicht so offen diesen Erfahrungen gezeigt. Weil er das von zu Hause gar nicht gewöhnt ist, dass man sich so anfasst. Und nach erleben die Kinder aber ihre Urbedürfnisse wieder, dass es einfach gut tut. Und dann werden sie auch offener. Genauso wie jeder Mensch, der so Werte zuerst mitbekommen hat und das ein bisschen fremdelt, dann aber merkt, wie unser Organismus solche Anregungen sehr gut brauchen kann. Das ist so die Ruhephase in Biodanza. Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Und das ist zum Beispiel ein Tanz, der sehr stark die eigene Größe, will ich mal sagen, ne? Das eigene Potenzial, wie sich das entfaltet, die Erfahrung, die ganz praktische Erfahrung dessen ermöglicht. Das ist ein Mädchen, Mittelstufe aus der Schule für Kinder mit geistiger Behinderung, die einen Tanz des Samens macht. Und dort habe ich dann zunächst ein Buch mitgebracht und über Embryo gesprochen und dass jeder Mensch aus zwei kleinen Samen entsteht. Und dann haben wir das getanzt. Und sie wird von der ganzen Klasse, die dabei ist, durch zarte Berührung unterstützt und kommt dann hinter zum Stehen, wird ganz groß. Das ist ein Tanz, dort geht es darum, die eigene Kraft und die, ich will mal sagen, Aggressivität zu erleben, weil Jugendliche mit geistiger Behinderung werden oft in Richtung Anpassung geführt, weil man möchte, dass sie sich in der Gesellschaft integrieren. Und das führt dazu, dass sie oft sich ganz wenig noch trauen. Und dies ist ein Tanz, eine Abart vom Capoeira. Und Capoeira hat so tänzerische und kämpferische Elemente, sodass die Kinder und Jugendlichen auch in den Raum des Erwachsenen eindringen dürfen. Und das sind jetzt theoretische Elemente.
Also das sind faktisch so die anderen Gruppen. Das ist eine Mutter-Kind-Gruppe und das ist das war eine Schule in Polen, wo ich gearbeitet habe. Dort habe ich nur wenige Projekte gemacht, aber auch das ist ein Berühren der Hände, ein Streicheln der Hände. Es war eine Grundschulklasse. Zur Einführung mache ich immer etwas Vertrautes. Dort haben wir die Hände der Kinder gemalt. Ummalt und den Namen draufgeschrieben, wer gehört alles dazu. Manchmal mache ich auch ein Soziogramm ganz praktisch. Und das sind die Straßenkinder. Den Straßenkindern war es von der Dynamik her oft gar nicht so einfach. Ich habe Kolleginnen dazu geholt. Hier sind zwei Kolleginnen dabei, die oft gesagt haben, boah, das kann ich nicht, weil der Grad der Aggressivität der Kinder und Unsinn zu machen ist sehr hoch. Aber mit Ausdauer und den entsprechenden Rahmen zu geben, geht es. Die Kinder haben immer wieder Nein in ihrem Leben erfahren und so nach und nach zu spüren, dass sie akzeptiert werden, ist ein unheimlich starkes Gefühl für diese Kinder. Jetzt sehe ich dich wieder. Okay. Ah, das war ja wunderbar mit den Fotos. Dadurch ist jeder von uns viel näher an Biodanza und dein Wirken herangekommen. Vielen Dank. Es ist mir immer ein großes Anliegen, Biodanza etwas bekannter zu machen. Es ist mir schon klar, dass es nicht jedermanns Sache ist, aber so einen Eindruck zu bekommen, dass die Affektivität, wie wir sagen, also unsere Disposition, mit Gefühlen umzugehen, sie ausdrücken zu mögen, und dass andere Menschen auch darauf eingehen, also diesen Aspekt der Menschlichkeit mit einzubringen, ist mir einfach sehr wesentlich, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft heute sehr stark daran leidet und jeder von uns leidet, wenn wir mehr Möglichkeiten haben, uns so auszudrücken und akzeptiert zu werden, wie wir sind, egal ob wir nun Rechtsanwälte oder Bäcker sind, dann gibt es viel mehr Zufriedenheit innerhalb der Gesellschaft auch und weniger Gefühl, man hat es nicht geschafft und der andere sei besser und solche Sachen. Also einfach mehr Zufriedenheit, mehr Glück. Mich haben zwei Bilder jetzt nicht losgelassen. Einmal das mit den Kindern, die sich so achtsam, fürsorglich gestreichelt haben, praktisch im Sessel des anderen zu liegen und Berührung auch genießen zu dürfen, setzt ja viel Vertrauen voraus, sich da auch zu entspannen. Sie haben das offensichtlich getan. Und dann dieses Bild mit dem Jungen, der in den Raum des Erwachsenen eingreifen durfte, Aggressionen zu zeigen, die ja durchaus positiv genutzt werden können, wenn wir solch einen Ausdruck finden, nicht unbeherrscht, unkontrolliert, zerstörerisch, dann, wenn es nicht angebracht ist, aggressiv zu sein, sondern zu wissen, ich habe meinen Kanal. Ja, Aggressivität wird ja oft mit Aggression verwechselt. Aggressivität, darunter verstehen wir die Fähigkeit, fortzuschreiten im Leben. So was du gesagt hast, wie schaffe ich das? Weil wenn man Herausforderungen hat, muss man sie ja überwinden. Das ist ja wie eine Hürde, die ich überspringe. Dazu brauche ich Energie. Dazu brauche ich Selbstvertrauen. Also zu wissen, was kann ich? Bis wohin kann ich gehen? Was sind meine Kompetenzen? Wo sind meine Grenzen? Was schaffe ich nicht mehr? Und das ist Aggressivität, diese Fähigkeit. Sie ist nicht gegen andere gerichtet, sondern sie ermöglicht mir, meinen Weg zu gehen. Und Mut. Natürlich auch.
Und die Fähigkeit, Vertrauen zu entwickeln, ist auch etwas, was unsere Gesellschaft im Grunde nicht unterstützt, sondern ich erlebe das auch so, dass gerade anderen Menschen gegenüber viele Menschen den Begriff wildfremd verwenden. Das heißt also, ein anderer Mensch wird nicht mir als Bruder oder Schwester, wie die Indianer das früher gesagt haben, verstanden, sondern er hat eine große Distanz. Und diese Distanz überwinden wir in Biodanza dadurch, dass wir nicht sprechen. Bei den Kindern klappt das natürlich nicht immer oder viel weniger als bei Erwachsenen. Und die ursprünglichen Formen des Ausdrucks unterstützen. Blick zum Beispiel. Und dadurch merke ich, dass andere mir nicht so weit entfernt sind, sondern möglicherweise vertraut sind. Es gibt sogar, und deshalb sprach ich vorhin von dem Friedensnobelpreis, es gibt sogar Erfahrungen in Israel zwischen Israelis und Palästinensern, dass sie zusammen getanzt haben. Das heißt also, wir haben als Menschen diese Fähigkeiten. Wir können uns vertragen. Es liegt oft nur an Ideologien, an etwas, von dem wir total überzeugt sind, was uns voneinander trennt. Gut, dass du das so gesagt hast. Ja, und das ist doch ein wesentlicher Ansatzpunkt, Biodanza zu integrieren, wenn es jetzt Spaß gemacht hat. Also, hast du wirklich begeistert. Es ist so eine schöne Möglichkeit, in einen Ausdruck und in ein Wachstum zu kommen. Du hast sehr viel erzählt und es so plastisch dargestellt. Das war wertvoll. Könntest du noch so ein Resümee ziehen? Gibt es so einige Punkte, die sich jeder nochmal jetzt gegen Ende des Interviews merken kann? Meinst du Eltern, Lehrer oder beliebig alle Menschen? Letzteres. Ich würde sagen, die Affektivität ist wichtig. Also sei dir darüber bewusst, jeder Mensch hat schon mal das gefühlt, was du fühlst. Die Gefühle von Kleinsein, von Traurigsein, von Fröhlichsein. In der Form begegnen wir uns. Und diese Begegnung unter den Menschen ist das, was uns glücklich macht. In unserer Gesellschaft oder vor allen Dingen die vorangegangenen Generationen haben gelernt, Gefühle gehen keinen etwas an. Ich würde sagen, ja, unsere Gefühle sind genauso wesentlich wie unser Verstand. Wenn du anderen zeigst, dass du sie magst, hast du einen Schritt in Richtung Völkerverständigung getan. Wenn du den Kindern, mit denen du arbeitest, zeigst, dass du sie magst, oder wenn du es ihnen auch nicht, wenn du es ihnen nicht sagst, sondern einfach nur zeigst und jeden Tag in deine Schule gehst oder in den Kindergarten und du magst die Kinder, mit denen du arbeitest, dann wirst du anders mit ihnen umgehen. Dann sind sie ein Mensch wie du selbst, wie ich selbst, und das wirkt sich aus. Es wirkt sich aus in Richtung Respekt, in Richtung Vertrauen, dass diese Person ihren eigenen Weg geht, in Richtung Respekt, in Richtung Menschlichkeit. Gabriele, wo kann man mehr über dich erfahren? Auf meiner Webseite, das ist www.biodanza-online.de. Man kann auch einfach mich anrufen und zu einem Kurs kommen. Ich arbeite in Köln, Düsseldorf und in Aachen mit Abendkursen. Ich mache Workshops, und wenn mich jemand anruft und sagt, ich möchte gern
dass du an meinem Geburtstagsfest ein bisschen Biodanzer machst mit meinen Freunden zusammen. Dann können wir das auch gerne planen. Also es ist ganz viel möglich. Ich freue mich, das immer weiterzugeben. Ich glaube, das ist rübergekommen und ich möchte mich von Herzen bedanken für diesen belebenden und gleichzeitig beruhigenden Vortrag wäre falsch, für diesen Einblick in Biodanza, den Tanz des Lebens. Und ich habe zu danken. Ich war ganz erfreut und ich bin ganz erfreut, daran teilzunehmen und fand das Gespräch so kurzweilig, dass ich nicht glauben kann, dass es schon zu Ende ist. Ja, es sind viele Informationen darüber gekommen und ich möchte mich auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanken für das Dabeisein. Ich bin sicher, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bitte schaut in eurem E-Mail-Postfach nach und am besten jetzt gleich. Hier unter dem Video ist alles verlinkt, alles Wichtige extra für euch zu Gabriele Freihoff. Natürlich findet ihr dort auch das Kongresspaket. Auf bald!